Hey YouTube, was geht? Hier ist wieder euer Dampfnebensender mit dem neuen, mit seinem neuen Liquid Review. Letzte Woche keine Videos, ganz einfach, weil auch kein interessanter Stuff da war, der mich irgendwie gejuckt hat, um davon ein Video zu machen. Hab jetzt natürlich aber die letzten Tage ein bisschen was bekommen. Und zwar wird es jetzt die nächsten Videos um einen Hersteller gehen. Ne? Und ich dachte, ich habe nämlich gerade meinen Tank neu gewickelt und da habe ich mir über das eine Liquid mal reingemacht, auch noch nicht probiert. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit und sage euch jetzt mal so gleich so First Try mäßig, was ich schon mal von dem ersten Liquid halte. Und zwar ist der Hintergrund der ganzen Geschichte, ich habe ein bisschen was von meiner Hardware getauscht. Dafür habe ich dann im Gegenzug dann einen ganzen Schwung Liquids bekommen. Und habe demjenigen versprochen, weil er selber wohl der Mann hinter diesen Liquids ist, habe ich ihm versprochen, dass ich ihm auf jeden Fall eine Video-Review zu den einzelnen Liquids machen werde. Und ja, mache ich heute. Deswegen gehen erstmal Grüße raus an meinen Namensvetter, an den Sascha. Und zwar ist er der Mann hinter den Dampfexpress-Liquids. Ne? Und heute sprechen wir mal über das erste von 6 Stück, die ich habe. Und zwar geht es heute um das Meyers Melon Mix. Meyers Melon Mix ist, ja gut, wie man sagt, ein Melonenmix mit Milch. Ne? Kommt hier in dieser 60 ml Chubby-Flasche. Da drin sind dann 50 ml überaromatisiertes Liquid. Ihr müsst also noch 10 ml Base drauf machen. Oder einen Nikotinshot, so wie ihr es braucht. In einem Mischungsverhältnis ist, glaube ich, 70-30. Glaube ich. Steht bei denen hier jetzt, glaube ich, nicht drauf. Nee, steht nicht drauf. Ja, aber hier steht der Geschmack. Ein authentisch reifer Melonenmix, abgekühlt mit leckerer Milch. No? Ja, ich glaube, diese 50 ml überaromatisiertes Liquid, also Shotfill-System, kosten 12,90 € ungefähr. Pi mal Daumen. Ne? Gut, ich mache hier nochmal eben. Warte mal, nochmal hier so. So, ein bisschen halten. Das ist für mein Thumbnail gleich. So. Und jetzt würde ich sagen, ich habe mir das Zeug hier gerade mal in den Wotofo Profile geschmissen. Ne, auf meiner Wismac Tinker. Dampft das Ganze bei geschmeidigen 70 Watt. Und würde sagen, legen wir mal los. Und probieren einfach mal. Wie gesagt, sind jetzt gerade meine ersten Züge. Und was schmecke ich zuerst? Süße Candy. Also vielleicht kommt es jetzt auch einfach durch das Mesh von dem Tank. Weil Mesh ist ja bekanntlich dafür, sehr viel Süße zu produzieren. Dementsprechend kommt es sehr, sehr süß. Kühl und halt wirklich so eine Candy-Wassermelone. Wie diese, ja, diese gibt es von Haribo, diese Schaum-Wassermelonen. Mit ein bisschen Zucker drüber und so. Ne? Und so kommt die Wassermelone. Finde ich geil, dass es mal nicht, wie bei vielen anderen Melonen-Liquids, die ich bis jetzt alle hatte, waren immer diese Honigmelone, diese Cantaloupe-Melone. Die waren vordergründig. Hier ist es wirklich mal so eine Candy-Wassermelone. Diese, ne? Dazu selbst im Mesh-Tank eine gute Kühle.
Skala 1 bis 10 würde ich mal sagen. Ne. 6 bis 7 irgendwo. Süße, jetzt mit Dunkmash irgendwo schon bei 9. Also wirklich, wirklich süß. Aber geschmacklich einfach nur richtig, richtig lecker. Muss ich sagen, das Zeug ist wirklich geil. Ne? Die Milch. Ist da. Hält sich so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht ist es auch einfach wirklich so das Abrunden des Liquids. Also sie ist. Warte. Sie wird auf jeden Fall übertönt von der Wassermelone und dem Süßen und dem. Ne? Ich würde jetzt mal interessieren, wie sie jetzt bei einem Keul-Selbstwickler schmecken würde. Ne? Ne? Weil, wie gesagt, Mesh und die Süße, die den Mesh nun mal transportiert. Kann natürlich sein, dass es deswegen jetzt auch die Süße so ein bisschen aushebt. Aber. Ich weiß schon, was ich die nächsten Tage im Tag haben werde. Definitiv. Ich muss die anderen auch noch probieren. Ich werde dann die Videos hinterher knallen. Aber fürs Erste, dieses Liquid, da geht die absolute Super-Empfehlung raus. Also, hier, Dampf Express, Mayas Melon Milk, absolut probieren. Ne, wenn ihr auf ein süßes Candy Wassermelonen Liquid steht, ne, mit einer schönen Cremigkeit im Hintergrund, also die Milch halt, die das so ein bisschen, diese Cremigkeit dann, hervorhebt, dann seid ihr bei diesem Liquid absolut auf der richtigen, an der richtigen Adresse. Ne? Deswegen checkt mal auf jeden Fall die Firma, also den Hersteller Dampf Express aus. Ne? Werden, glaube ich, gefertigt von Ultra Bio, habe ich gelesen. Weiß nicht, ob es bei denen auch Ultra Bio war. Ich glaube, bei den anderen habe ich es gelesen. Ist egal. Ne? Auf jeden Fall, ne, Sascha, Gruß geht raus. Das hier hast du schon mal richtig geil hingekriegt. Ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ist doch länger geworden, als ich dachte. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Adieu und tschüss.